Nächstes Stichwort, Dreiecke. Und da kommt schon eins, besonders schönes, alle drei Seiten gleich lang, also heißt das gleichseitiges Dreieck. Und nicht nur die Seiten sind gleich, sondern auch die Innenwinkel, Alpha, Beta und Gamma, sind gleich groß. Die Summe ist 180 Grad, also ist jeder Winkel 60 Grad groß. Jetzt haben wir ein bisschen dran gezogen. Und bevor wir weitermachen, Bezeichnung im Dreieck. Wir fangen mit Punkt A an und dann geht es gegen den Uhrzeiger, also mathematisch positiv, mit den weiteren Eckpunkten los. Und jetzt aufpassen, jeder Eckpunkt gibt der gegenüberliegenden Seite den Namen. Das ist also jetzt die Seite A. Punkt B gibt dieser Seite den Namen und C liegt oben, also heißt die Seite unten Seite C. Gleichschenkliges Dreieck heißt das gute Stück, weil zwei Seiten gleich lang sind. So, die beiden gleichen Seiten heißen Schenkel und wir haben die Seite A und die Seite B als gleich lange Seiten da. Jetzt sehen wir uns das nochmal an. Seite B und Seite A, also gleich lang. Hier unten die Seite C, die kriegt auch einen Namen und die heißt die Basis. Und an der Basis liegen zwei Innenwinkel, Alpha und Beta, und die sind beide gleich groß. Wichtig, Basiswinkel sind gleich groß im gleichschenkligen Dreieck und Gamma ergänzt wieder zu 180 Grad. Ja, und wenn das Dreieck mal ein bisschen zusammengedrückt wird, haben wir trotzdem ein gleichschenkliges Dreieck in dieser Form. Nächstes Thema. Rechtwinkliges Dreieck. Die tauchen ganz oft auf. Einer der Winkel ist 90 Grad und zu dem kommen wir gleich. So, Eckpunkte werden bezeichnet, wie gewohnt, die Innenwinkel, Alpha, Beta und Gamma, die Seiten auch noch. Und in diesem rechtwinkligen Dreieck ist also der Winkel Beta 90 Grad groß und die Seite A steht also senkrecht auf C. Oft liegt das rechtwinklige Dreieck auch in der Form, dass der rechte Winkel irgendwie oben dran ist. So, dann geht die gleiche Übung weiter. Eckpunkte werden also bezeichnet und die Innenwinkel, so wie wir sie kennen, Alpha, Beta, Gamma, und die Seiten nach den gegenüberliegenden Punkten. So steht es meistens auch im Tafelwerk, dass die Seite C unten die längste Seite in diesem rechtwinkligen Dreieck ist. Okay, letzter Punkt. Jetzt haben wir ein paar verschiedene Formen von Dreiecken und das rechtwinklige Dreieck kennen wir schon. Also Beta gleich 90 Grad, dann haben wir ein rechtwinkliges Dreieck. Manchmal gibt es Dreiecke, bei denen ein Winkel sogar größer als 90 Grad ist. Wenn der Winkel Gamma hier größer als 90 Grad ist, dann ist das ein stumpfer Winkel und das Dreieck heißt stumpfwinkliges Dreieck. Findet sich kein Winkel, der 90 Grad oder noch größer ist, dann sind es alles spitze Winkel und das Dreieck heißt spitzwinkliges Dreieck. Na, da haben wir es jetzt wieder. Thank you.